Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Berichterstattung über die 29. Bodybuilding-Weltmeisterschaften aus Athen, der NABBA, der National Amateur Bodybuilding Association. Das Ganze eine Woche nach den Europameisterschaften in Vilnius, Litauen. Im ersten Teil, da berichteten wir über die vier Männerklassen, 1 bis 4. Im zweiten Teil sind die Masters, sind die Athleten über 40 Jahre an der Reihe, hier schon im Bild. Dann die Frauenfigurklasse 1 und 2, Frauenphysikklasse 1 und 2, die Junioren und auch die Paare. Zu den Masters. Eine sehr, sehr stark und ausgeglichen besetzte Klasse. Ab 40 Jahre sind sie alt. Es wurde ein Zweikampf erwartet zwischen Uli Kaspari, dem Europameister von 96, und dem frisch gebackenen Europameister Bernd Pause, beide aus Deutschland. Dazu die englische Legende John Cicciolli. Wer würde hier gewinnen? Es war spannend, das war klar. Drei Runden gibt es. Zunächst die Symmetrie- und Harmonierunde, dann der Kürvertrag, Schwerpunkt auch der heutigen Sendung, und das Pflichtposen. Und von der Runde 1 und 3 sehen wir ein paar Bilder vorweg, bevor wir dann zu den einzelnen Athleten bei deren Kürvertrag kommen. Symmetrie- und Harmonierunde, etwas mehr dazu. Bei der Symmetrie geht es um den Körperbau, um die richtige Länge der Gliedmaßen zueinander, um die Proportionen, um die gleichmäßige Entwicklung der Muskelgruppen zueinander. Und die Muskelhärte ist hier noch nicht entscheidend, anders als dann bei den Pflichtposen. Da sind es 7 an der Zahl. Beginnend mit dem Doppelbizeps von vorne, hier der Doppelbizeps von hinten. Da gibt es den Latissimus von vorn und von hinten. Die seitliche Brustpose, die seitliche Trizepspose und die Bauch- und Beinpose von vorne. Die Waden sind ausgestellt. Es gibt zunächst ein sogenanntes Prejudging, wo die Juroren schon die Möglichkeit haben, sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Alle drei Runden sind gleich gewichtet. Aber natürlich ist schon die erste Runde sehr, sehr wichtig. Es gibt jeweils Vierteldrehungen. Das Posing ist hier noch nicht erlaubt. Der direkte Vergleich der Athleten untereinander. Da kennt man schon die Unterschiede in Sachen Muskelmasse, die Unterschiede in Sachen Muskeldefinition. All diese gut gebauten Herren sind zum Teil weit über 40 Jahre alt. Beispielsweise John Cicciolli. Ihn sprach ich bereits an. 54 Jahre ist er jung, muss man wohl bei ihm anmerken. Er war Mr. Großbritannien, Mr. Europa, Mr. World, Mr. Universe. Er präsentierte sich wieder in einer sehr, sehr guten Form. Und damit war er natürlich ein echter Herausforderer für Uli Kaspari und Bernd Pause. Nicht dabei der Europameisterschaftsdritte, Vince D'Alessandro aus Großbritannien. Es ist enorm schwierig, sich auf mehrere Jahreshöhepunkte vorzubereiten. Und so wählen viele entweder die Europameisterschaft oder die Weltmeisterschaft. Beides innerhalb 10 Tagen ist natürlich möglich, aber nicht alle gehen diesen beschwerlichen Weg. Dimitri Zoli, 46 Jahre alt, ein echter Showman. Ein Mann, der viel Enthusiasmus im Herzen trägt und das trägt er auch nach außen, ist sehr beliebt beim Publikum. Liebt den Sport, wie man sieht, liebt das Posing, liebt seine Auftritte. Ist der russische Meister. Auch schon Europameisterschaftsdritter, WM-Dritter 96 in Stuttgart, WM-Vierter 95 in Malta. Nur zum Titel hat es bislang noch nicht gereicht. Dimitri Zolin. Vielleicht nicht ganz so austrainiert wie John Cicciolli, den wir davor sahen. Jetzt Johnny Niemann aus Deutschland, 42 Jahre alt, verheiratet, hat einen 19-jährigen Sohn. Trainiert seit 20 Jahren. Ein Familienmann, deutscher Meister 96, Vize-Europameister in Vilnius, nur eine Woche zuvor. Litauen, das war ein gutes Pflaster. Wie würde es für ihn ausgehen in der griechischen Hauptstadt? WM-8er war er in Stuttgart 96. Starke Konkurrenz aus dem eigenen Land.
was für ihn sicherlich nur ein zusätzlicher Ansporn ist. Larry Burns aus Schottland präsentiert seine Kür, maximal 90 Sekunden lang, zu einer selbstgewählten Musik. Es ist jeweils seine eigene Choreografie. Es geht in erster Linie um harmonische Bewegungsabläufe. Es geht um die Übereinstimmung der Posen zur ausgewählten Musik, um die Kreativität in der Gestaltung des Programms. Aber es geht natürlich auch hier darum, die einzelnen Muskelgruppen hervorzuheben, zu präsentieren. Muskelmasse, Muskeldefinition, das Muskelrelief, das sich abzeichnen soll. Das ist Mr. Schottlands. Belegte Platz 5 bei der Wahl zum Mr. Universum in der Klasse der Masters im Jahre 96. Und jetzt kommen wir zum Europameister. Bernd Brause aus Baden-Württemberg. 44 Jahre alt, trainiert seit 18 Jahren. Zeigt eine fantastische Definition. Ein Mann ohne Schwachstellen. Ein tolles Jahr. Zunächst deutscher Meister, dann Europameister. Wird er jetzt auch noch Weltmeister? Das wäre natürlich die Krönung. Da fehlt dann nur noch Platz 1 bei der Wahl zum Mr. Universum. Er hat das Potenzial, keine Frage. Man sieht hier ganz deutlich, wie sich die einzelnen Muskelstränge abzeichnen. Aus Frankreich, Kamara Usman. Ein Jahr älter als Bernd Brause, 45 Lenze zählt er. Ist Bodybuilding-Lehrer, ist der nationale Meister seiner Klasse. Ein absoluter Sportenthusiast. Man muss auch gerade beim Bodybuilding mit dem Sport leben. Die Ernährung, die so wichtig ist, fast mit ausschlaggebend neben den Trainingsreizen. Kamara Usman sicherlich auch mit einer Chance auf eine Medaille. Graham Lansfield, ein Aussie, ist auf der Bühne. 47 Jahre alt, hat einen eigenen Fitnessclub, also ideale Trainingsbedingungen. Ein Sportler durch und durch, fährt gern Rad zum aerobischen Grundlagentraining, er wandert gern und ist Mr. Australia 1997. 91 war er bereits ganz oben als Mr. Universe. Reicht es noch einmal zu einem großen Titel hier bei den Weltmeisterschaften, den 29. in Athen. Wir werden es gleich wissen. Zunächst Uli Kaspari, ein weiterer starker Athlet aus Deutschland. 41 Jahre alt, hat 2 Kinder, trainiert auch schon seit nunmehr 13 Jahren. Zeit für echte Hobbys hat er nicht, sagt er. Deutscher Meister, Europameister 96. 5. Platz bei der Wahl zum Mr. Universum. So lautet seine bisherige Bilanz. Von vornherein als Goldmedaillen-Favorit hier gehandelt. Hat auf den Start bei den Europameisterschaften verzichtet, um sich ganz auf die WM zu konzentrieren. Super Definition. Ein echter Herausforderer von Bernd Brause und John Citroni. Jacques van de Steen. 42 Jahre ist er alt, der Niederländer. Vater von 2 Kindern ist der nationale Meister in den Niederlanden. International ist es sein erster großer Auftritt. Aber er ist lange nicht so gut definiert wie Uli Kaspari, wie Bernd Brause.
aber wird auch sicherlich noch einige Jahre dranhängen. Der Weltmeister kommt aus Deutschland, Uli Kaspari. Eine gezielte Wettkampfvorbereitung über Monate, man kann fast sagen über Jahre. Kaspari vor Pause, ein deutscher Doppelerfolg, dann John Citroni, der Brite.